Das Liquid E700 Trio von Acer bietet viel Platz für nicht nur ein oder zwei, sondern gleich drei SIM-Karten. Und eine MicroSD-Karte zur Speichererweiterung kann auch noch eingesetzt werden. Was das 200 Euro teure 5 Zoll Smartphone sonst noch so kann und was nicht, verraten wir im Test. In Sachen Verarbeitung leistet Acer beim Liquid E700 ganze Arbeit. Spaltmaße sind kaum auszumachen, das Gehäuse wirkt robust und verwindungssteif. Die abnehmbare Rückseite ist leicht angeraut und vermittelt eine angenehme Haptik. Unter der Rückenabdeckung findet sich neben den SIM-Kartensteckplätzen und dem SD-Kartenslot auch der 3500 mAh starke Akku, der allerdings nicht ausgetauscht werden kann. Unter der Kamera beherbergt die Rückseite eine zusätzliche Taste, über die das Smartphone aus dem Standby geweckt werden kann und die einen Schnellzugriff auf die Kamera oder die Musik-App bietet. Das Display misst 5 Zoll und löst mit 720x1280 Pixeln auf. Das ist zwar kein Spitzenwert, reicht aber für eine scharfe Darstellung von Texten, Bildern und Videos. Begeistern können die Farben, die kräftig dargestellt werden, ohne unnatürlich zu wirken. Bei der Android KitKat Nutzeroberfläche hat Acer etwas Hand angelegt. Die Änderungen wirken dezent und unauffällig. Einfach gestaltet sich auch die SIM-Kartenverwaltung. Der Nutzer kann angeben, welche SIM-Karte für Datendienste genutzt werden soll und wird vor einem Rufaufbau gefragt, welche SIM er dafür nutzen möchte. Es ist auch möglich, einzelne Kontakte einer bestimmten SIM-Karte zuzuordnen. Das Liquid E700 ist mit einem 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Die Performance reicht, um im Alltag eine flüssige Bedienung zu gewährleisten. Spiele sind ebenso kein Problem. Löblich sind die 16 GB interner Speicher, die Acer dem Smartphone spendiert. Sollte der Platz trotzdem eng werden, kann der Speicher noch per MicroSD-Karte erweitert werden. Begeistern konnte im Test der mit 3500 mAh großproportionierte Akku. Das Liquid E700 wird durch ihn zu einem richtigen Dauerläufer, auch weil es im Standby-Betrieb so gut wie keine Energie verbraucht. Doch wo viel Licht ist, da gibt es auch Schatten. Und den wirft beim Liquid E700 die 8-Megapixel-Kamera. Selbst bei guten Lichtverhältnissen wirken Bilder matschig, blass und kontrastarm. Wird das Licht weniger, nehmen die Defizite noch zu. Acer schafft es mit dem Liquid E700 ein Smartphone zusammenzustellen, das vor allem mit seiner langen Akkulaufzeit, einem guten Display und jeder Menge Speicher begeistert. Das Ganze für nicht einmal 200 Euro und in einem gut verarbeiteten Gehäuse. Das einzige wirkliche Manko des E700 ist die miserable Kamera. Wer damit leben kann, darf getrost zugreifen.